Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen bei Hunter und Kron. Heute Hallo. Zu dritt mit dem Piet. Moin. Oh, der Alex hier, ja. Und Nicknack. Und wir haben für euch ein Spiel hier aufgebaut, was wir uns jetzt mal gemeinsam vornehmen wollen, nämlich Adrenaline. Bei Adrenaline sind wir alle unterwegs, eigentlich wie in einem Computer-Ego-Shooter mit so kleinen Figürchen. Das ist was, Alex. Dann haben wir hier mich und jede Menge Tentakeln. Der Mann mit den Tentakeln, ja. Wir wissen gar nicht, ob das weiblich oder männlich ist oder beides. Ja, beides, weil die Tentakel können alles sein und lustiger Echsenkrieger aus dem... Ja, da habt ihr ja in eure... Ihr seid tief in eure Seele gestiegen, ja. Ja, ja, ich sagt, bin, eigentlich ist das ein Rollenspiel. Aber. Ich bin happy hier, ja. Na, das wollen wir mal sehen, wie lange du das noch bleibst. Verdammt. Denn es geht hierbei darum, dass wir uns gegenseitig abschießen. Und dafür haben wir auch immer schön diese wie Blutstropfen, die wir verteilen. Wie in so einem Ego-Shooter. Ja, und bevor wir aber auf das Spiel selbst näher eingehen, haben wir, wie es sich für einen guten Ego-Shooter gehört, natürlich auch noch was dabei, ein DLC sozusagen. Oh ja, genau. Nämlich, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, vorab, also ich glaube, diejenigen, die das Spiel nicht aus Essen mitgebracht haben, werden das noch nicht zu Hause haben, vermute ich mal ganz stark. Das wird aber demnächst sicherlich möglich sein. Und ihr könnt jetzt hier bei uns eine Chainsaw, eine Kettensäge gewinnen. Ne? Das ist eine Promokarte, die solltet im regulären Spiel nicht dabei liegen. Oder man hat mich selber beschissen. Also mir wurde das hier als hochexklusive Promokarte schmackhaft gemacht und das möchten wir an euch weitergeben. Der Liga gute Ego-Shooter braucht eine Kettensäge. Und da ja unsere letzte Verlosung der Knall im All war, ja. Bleiben wir auch dabei. Bleiben wir auch dabei. Was müssen denn die Leute tun, Jungs? Erzählt mal. Tja, um diese Kettensäge zu bekommen, müsst ihr in die Kommentare schreiben, welches Computerspiel ihr gerne mal als Brettspiel sehen würdet und warum. Genau, und dann losen wir wieder dank modernster Technik einen Kommentar aus. Es stellt es sich denn auch noch heraus, dass die Sache da richtig beantwortet wurde und nicht nur, hi, wir finden euch geil, Jungs. Dann, dann gewinnt ihr hier diese Kettensäge. Ich glaube zwar nicht, dass die von Stiel ist, aber sie sieht auf jeden Fall wirkungsvoll aus. Das hier also an der Stelle. Und wollen wir uns schon hier einfach ins Getümmel stürzen, oder? Ja, ich würde sagen, du lächelst so nett. Ich lächle. Gleich mal anfangen. Man sieht hier mein Lächeln. Ich habe hier nämlich auch diesen coolen Startspielmarker, ja, der lächelnde Schädel, der eigentlich nichts macht, außer der Startspielermarker zu sein. Genau, zu Beginn zieht jeder zwei von diesen Upgrade-Cards. Heißen die überhaupt Upgrade-Cards? Ich glaube schon, irgendwie sowas in der Richtung. Ja? Power-Ups. Power-Ups, genau, Power-Ups. Und die haben nämlich zwei Bedeutungen. Die können einmal als Munition verwendet werden. Ne? Hier seht ihr so eine blaue und gelben Cubes. Da haben wir am Anfang auch jeweils eine Munition von jeder Sorte hier in unserem Vorrat. Maximal dürfen wir nur drei von jeder Sorte haben. Drei scheint hier auch die magische Zahl zu sein. Wir dürfen nur drei von diesen Upgrades-Cards haben. Wir dürfen nur drei Waffen haben. Also drei, die magische Zahl. Wir dürfen aber mehr Wunden als drei machen. Das ist schon mal ganz schön. Und neben den Spezialeffekten, die hier abgebildet sind, haben die Karten am Anfang nämlich die Aufgabe, eine Startposition auszulosen. Ich kann mir jetzt nämlich überlegen, in welcher farbigen Zone ich hier starten will. Und da gucke ich mal kurz, welche Waffen hier liegen. Die kann man sich dann nämlich auch gleich holen. Gut, dann werfe ich die Karte hier mal ab. Und zwar eine blaue Karte. Das heißt, ich fange hier an. Enter the arena. In blau, genau. Die lege ich mal beiseite. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, man sieht das hier so schön, zwei Aktionen auszuführen. Entweder bewege ich mich bis zu drei Felder, ich bewege mich, nehme etwas auf oder ich schieße und ganz am Ende kann ich noch nachladen. Kann ich in beliebiger Reihenfolge machen und da ich jetzt hier schon stehe, bewege ich mich nicht und nehme nur etwas auf und nehme hier die Plasma Gun auf. Seht ihr schon schön? Die kostet mich allerdings beim Aufnehmen einen gelben Cube. Den gebe ich also aus hier von meinem Vorrat.
Und jetzt habe ich diese Waffe aktiv vollgeladen, schussbereit. Leider ist niemand da, auf den ich schießen kann. Du bist schon mal vorbereitet. Und das ist mir schon klar. Und dann bewege ich mich noch einen Schritt und nehme wieder etwas auf. Also ich habe diese Aktion einfach zweimal ausgeführt und nehme hier ja dieses Munitionsplättchen auf, genau diese Ammo-Boxen und darf dafür zwei gelbe und einen blauen aufnehmen und das wird einfach wieder nachgelegt. Respawn. Und genau, es wird auch hier eine Waffe dann wieder nachgelegt und das ist mein Zug. So einfach geht's. Nachladen musst du ja noch nichts. Nee, und auf irgendwas schießen wäre jetzt sinnfrei an der Stelle. Meinst du? Ja, du bist mehr so der Typ Camper mit geladener Waffe. Du nimmst ja, wir schauen mal. Na, nachdem ihr mir in den Rücken, hinterhältig in den Rücken geschossen habt wahrscheinlich. Ja. Wieso sollten wir denn hier hinterhältig in den Rücken schießen? Naja, das ist das, was von ihr nachts träumt. Deswegen seid ihr alle hier, ja? Und habt euch diese glitschigen, tentakligen, grünen Ungeheuer ausgesucht. Jetzt, wo du das so sagst, weißt du, ich starte mal einfach bei Rot. Ah. Starte es mal bei Rot, mach das. Oh, also diese lustige Karte weg und betrete das Raster sozusagen in dieser Position. Hab dann zwei Aktionen. Meine erste Aktion wird natürlich sein, weil barehanded kann man ja irgendwie nicht kämpfen. Stimmt, da hat er recht. Ja. Wir haben gar kein Messer. Also jeder gute, jeder Shooter hat eine Waffe, wenn man keine Waffe mehr hat. Die braucht man aber vor allem zum Rennen. Ja. Ja, stimmt. Ja. Es rennt sich mit einem Messer einfach schneller. Das heißt, ich nehme eine dieser tollen Waffen hier auf. Und ihr seht schon, Rocket Launcher, Granat Launcher, ja. Nur so explosives Zeug. Und ich nehme einfach mal eine Waffe, die mich erstmal nichts kostet, und zwar der Granatwerfer. Die kostet mir nichts, weil die kostet ja nur einen. Das heißt, die hätte ich jetzt. Jetzt habe ich noch eine Aktion und da wir gleich mal sehen wollen, wie Dinge passieren, ja, kann man auch, weil die Waffen ja geladen sind, auch gleich benutzen. Das heißt, ich benutze meinen Granatwerfer. Hast du denn überhaupt Sichtlinie? Genau. Jetzt kommen wir, genau. Hallo, ich bin hier ganz nah an der... Ja? Das ist aber egal, weil Line of Sight zählt derselbe Raum und alle angrenzenden Räume, wo man sozusagen reinschauen kann. Damit habe ich also einen Vorteil und benutze meinen Granatwerfer einfach mal, um deine Granate zu feuern. Fump. Was an der Stelle auch bedeutet, dass ich, weil ich hier nicht an so einer Tür stehe, ihn nicht sehen kann. Ja? Sowas aber auch. Das heißt, wie viel Schaden machst du? Einen Schaden. Okay. Ganzen, ja? Da kommen wir auch gleich mal hier zu unserem tollen Schadensmodell. Also ihr seht hier schon, jetzt haben wir hier den ersten Schadensmarker positioniert und Pete hat First Blood gemacht, bekommt dafür auch dann nachher auf jeden Fall einen Extrapunkt. Und wenn alles hier voll ist, meine Leiste, bis hier hinten bei dem tollen Totenschädel, dann dann bin ich das erste Mal futsch. Dann wird abgerechnet, genau. Und dann ist das hier einfach eine Mehrheitenwertung und dann gibt es hier einfach entsprechend für die Mehrheit Punkte. Das kriegen wir auch dann nachher sicherlich mal zu sehen. Ich vermute, ich werde sicherlich als erstes gleich sterben hier. Du hast einen Schaden, nichts passiert. Und auch relativ neues Spiel, aber wer zum Beispiel auch The Others kennt, na, und hier auch der namensgebende Faktor, umso mehr Schaden oder der Vergleich zu The Others, mehr Korruption, umso mehr Sachen kann man freischalten. Und hier, wenn ich genug Adrenalin habe, kriege ich weitere Aktionen, zweimal laufen, was aufnehmen, einmal laufen und schießen. Also es macht mich nicht ärgerlich, Freund Nase. Mache ich auch nicht weiter, denn ich habe nur zwei Aktionen. Und damit komme ich jetzt sozusagen in meine Reload-Phase, um was zu wieder aufzuladen. Muss ich sozusagen die Cubes bezahlen, die hier sind. Ich zahle einen roten. Den schiebe ich hier sozusagen. Und du hättest jetzt sogar noch zusätzlich was ausgeben können, ne? Eine rote Munition. Und hättest dann nochmal einen extra Schaden für alle, die auf dem Feld stehen, gemacht. Ne? Sehe ich das richtig? Wobei wir, glaube ich, auch hier oben noch was vergessen haben. Du kannst mich noch zurückdrängen. Nee, ich kann nicht. Ja, immer dieser Explosionsdruck, ne? Dieser Druck auf der Leitung ist manchmal so groß, dass man... Und nachgeladen oder nicht, darf sie wieder auf die Hand nehmen. Ich kann sie also wieder verwenden, falls ich das bedürfen das Peter, ich trau dir nicht. Du hast doch gar keine Munition abgegeben. Doch, hier ein rot. Ja. Ich habe noch zwei kleine Cubes. Und dann laden wir sozusagen nach hier eine Waffe. Genau. Respawned und... Eine Shotgun. Mhm. Der Nicknick ist da.
Tja, die Shotgun ist natürlich sehr verlockend. Ja, vor allen Dingen habe ich sie gleich im Rücken. Ja, normalerweise ist der Nick-Nick ja eigentlich der Mann der Kettensäge, aber da sie bis jetzt noch nicht... Also, letztes Mal hat er uns mit Kettensäge und Power Glow fertig gemacht. Aber ich starte tatsächlich mal bei Blau. Hallo? Da kann immer nur einer im Feld stehen. Und für das ist nämlich zum Beispiel auch nicht so. Roten Cube hole ich mir die Machine Gun. Und damit ihr mal seht, wie die Machine Gun funktioniert, feuere ich mal mit der Machine Gun. Sehr schön. Zeig mir die mal hier kurz. Aber das Schöne ist, er lacht immer noch. Aber du hast doch gar keine zwei, die du siehst, oder drei. Natürlich habe ich zwei, die ich sehe. Oh, doch, er steht hier ja an der Tür und das ist ein Raum. Oh nein! Und ich gebe auch den zusätzlichen gelben aus. Das heißt, einer von euch kriegt sogar zwei ab. Ich habe und Schlimmes. In diesem Fall kriegt aber Alex zwei ab. Das ist sehr schön. Du willst ja nur die Mehrheit haben. Ja, jetzt habe ich bei beiden die Mehrheit. Und ich bin aber jetzt schon so aufgepusht. Adrenaline, Freunde. Du kannst jetzt richtig weit weg. Monster Kill. Ich kann jetzt richtig weit rennen und was aufheben. So, mit der Macht von Grace. Du bist ja noch nicht fertig. Ich würde gerne nachladen, aber ich kann nicht. Ich habe jetzt eine Waffe genommen, ich habe einmal geschossen. Das nachladen war's. Kann ich nicht. Das war's. Da hat er seinen Pulver Stimme. Verschossen. Was haben wir da? Also. Der Flammenwerfer. So. Ein bisschen Barbecue am Abend. Freund Nase. Ich werde jetzt einfach mal mit meiner Plasma Gun gleich zweimal auf dich feuern. Und dir. Ja. Auf mich? Ja, auf dich. Und ich gebe noch einen blauen aus und gebe dir noch einen mehr. Guck ihn dir an, wie er sauer er ist. Und jetzt überlege ich noch wegzurennen. Das kann nämlich meine Waffe, ja. Und ihr seht schon mal auch, wenn hier so ein bisschen Fragen oder Sachen aufkommen, das ist natürlich das, was man irgendwann mal auswendig kann oder so in Anfängen versteht. Gibt es natürlich hier eine Übersicht, ne, was die ganzen Sachen da machen. Und hier seht ihr auch dann, dass ich einen extra Schaden machen konnte, indem ich was bezahlt habe. Und ich darf mich noch ein oder zwei Felder bewegen. Der kann davor oder danach ausgeführt werden und ich renne jetzt einfach mal schnell weg. Ja, während du wegrennst, spiele ich noch die Tagback Grenade. Nämlich, wenn ich von jemandem Schaden bekomme, kann ich diese Powerwaffe, sozusagen dieses Upgrade spielen. Ja. Und dann hier ist noch ein Symbol für euch, diese Marke heißt, ich darf ihn markieren. Er bekommt also einen Schaden von mir, aber der Schaden geht nicht auf seine Schadensleiste, sondern... Genau. In den Vorrat sozusagen. Und wenn mich der gute Nick-Nack dann das nächste Mal trifft, dann wird das hier gleich als extra Schaden verbucht. Ich bin also schnell weggerannt. Das war jetzt keine Aktion, die ich irgendwie ausgeben musste. Die kam von der Waffe. Und dann nehme ich jetzt noch mal was auf. Und zwar einmal blau und rot. Und ich darf eine zusätzliche Karte ziehen. Sehr schön. Und denkt immer daran, 3 ist die Zahl der Wahl. Ich habe aber nur 2. Ach, gut. Dann geht's weiter. Bin ich schon wieder dran? Ja. Du bist schon wieder dran, ja. Ging ja relativ fix. Achso, nein, ich wollte noch aufladen. Hallo Jungs, ja, Piet, du warst noch nicht dran. Ja. Ich gebe nochmal schnell blau und gelb aus. Hat keiner jetzt, gemerkt. Jetzt bist du dran. Auf einmal bin ich jetzt dran. Ja. Das hast du aber toll gesagt. Ach ja. Piet, ich sehe dich. Hallo, hallo. Ja, und deswegen... Ja. Ich bin da immer noch so unentschlossen. Man weiß nie, was man braucht, sage ich mal. Und ich nehme mir mal... Verdammt, die Shotgun, die macht 3 Schaden. Ja, genau, die nehme ich einfach mal mit. Das weiß ich nicht. Ich zahle mal einen gelben, weil die erste ist ja gratis. Man weiß ja nie, was man braucht. Und da mich eh alle sehen, egal wo ich stehe... Gehe ich mal ein und nehme das hier mal auf. Krieg also 2 gelbe und einen blauen. Oh, eine Runde, wo Piet nicht gefeuert hat. Das könnte spielentscheidend sein, ja?
Ich habe gerade keine Ladehemmung, ob irgendwo, wo du Platz findest. Da bin ich fertig, ich muss noch nicht nachladen. Oh, 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 die Elektrosense. In jedem guten Spiel gibt es jetzt eine Thais, ja, bei Mac vs. Minion, hier, bei Adrenaline, das sind also Garant. Generell heißen ja. Spiele schon so, ja, ja, ja. Willst du immer nicht glauben. Ja, Nick Mac, dann zeig, was du kannst. Dann hole ich mir erstmal den Power Glove, weil mit der Waffe habe ich in Testspielen schon gute Erfahrungen gemacht. Ja, einsetzen kann ich ihn im Moment aber nicht, denn dafür muss ich auf dem Nachbarfeld sein von jemandem und das bin ich gerade nicht. Du springst also mit dem Handschuh ins Gedränge. Aber ich habe auch sowieso keine Würfel, das heißt, ich sollte mal ein paar Würfel bekommen. Hallo, thematisch, Munition. Ja, ja? Ja, Munitionswürfel. Ja, genau. Ja, ist schon viel besser. Ja. Und ich nehme mir einfach mal, weil ich ja durch das Adrenalin weiterlaufen darf, die hier. Ein blauer, ein roter und eine Karte. Mann, Mann, Mann. Und für den blauen und den roten kriege ich noch mein Maschinengewehr wieder zurück auf die Hand. Die rüsten alle auf. Mhm. Die rüsten alle auf. Ach, Männers. Du, genau, drehen, wir drehen den nochmal um. Du kriegen kannst. Einmal einen ganzen Raum in Flammen setzen. Einen ganzen Raum ist auch nice, ja. Mhm. Also, da muss man nicht so zielsicher sein, ne? Also, Hauptsache, sie sind drin. Oh, was macht denn die Vortex-Kanone? Da darf derjenige nicht auf den Feld sein. Er wird zurückgestoßen, kriegt 2 Schaden. Oder man kann auch alle anderen noch in den Vortex bewegen. Genau. Du schießt auf so ein Feld, wo du so einen Vortex erstörst. Ah, und da, ach, da rennen die rein alle. Da werden die da reingesogen. Aha. Mhm. Weißt du was, Pete? Oh, die macht jetzt 2 Schaden. Ja, die macht 2 Schaden, die ist gar nicht so schlecht. Ich, einfach nur, weil es geil ist. Du musst aber auch nochmal den Sledgehammer. Überlege ich gerade, ja, hier, ja. Da alte ja alte Anime-Zeiten flammen da wieder auf. Ha, wobei Thor, ja, also hier gibt es schon ein paar kleine Schmankels, ne? Diese Blitzgun, die dann auf andere überspringt. Die ist ja eigentlich für den Grack eigentlich. Gut, aber ich schieße erstmal auf dich, Pete, mit meiner Plasma Gun, ja? Natürlich! Du bekommst 2 Schaden. Ja, gib her. War das alles? Halt. Dann gebe ich keinen blauen aus, aber ich gebe einen roten aus und habe meinen Target Scope verwendet und kriegst noch einen extra Schaden. Hier gibt es einen roten aus. Das, ja, genau. Und dann, ja, ich könnte mich jetzt noch bewegen, ich bewege mich aber nicht mit der Waffe. Ich als, hier kommt ja, so eine lustige da kommt schon wieder eine Granate zurück. Jungs, ihr müsst doch nicht immer die Granaten auf mich werfen, ne? Doch, du siehst aus wie ein. Ja, ja, genau, bei mir kleben diese so gut dran. Dann bewege ich mich einen Schritt und nehme was auf und, ach verdammt, Tor oder ich nehme einfach mal den Hammer. Ja. Das wobei, nee, ich nehme doch lieber hier, der ist ein bisschen Tor. Ich nehme doch mal Tor, bezahle ein rotes. Und bevor Pete dran ist, lade ich meine Waffe auf. Er hat gelernt. Puh, ja. Hat gelernt. Oh, guck mal hier, der Heatseeker, der kann jetzt auch auf Leute feuern, die nicht im Sichtbereich sind. Kommt eigentlich nicht so oft vor, dass man niemanden sieht, aber man weiß ja nie, was man weiß nie. Sagt. Ja. Manchmal will man auch einfach nur 3 Schaden machen bei einem bestimmten, egal wo er steht. So, Pete, jetzt mach du aber auch mal ein bisschen Schaden. Meinst du, sollte ich? Ich überlege gerade, er wiegt anstelle. Aber so richtig habe ich noch keine große. Du hast bis jetzt auch immer nur noch den Granatwerfer auf der Hand? Oder was hast du noch Schönes? Was hast du denn da noch Schönes auf der Hand? Was habe ich hier noch Schönes auf der Hand? Guck mal, ich laufe mal 3. 1, 2, 3. Guten Tag. Weil, Und was habe ich hier noch Schönes? Nein! Bam. Die Schrotflinte. Guck mal, die ist auch gelb. Ja, die fühlt sich da eher so heimisch. Kriegst also 3 Schaden.
Und die schießt sich an. Super. Also wir gehen hier dem Untergang ein Stück näher. Man ist natürlich nicht sofort tot, wenn man hier einmal vernichtet wurde. Ne? Natürlich nicht, aber ich habe ja auch zwei gelbe, damit macht... Hast du wieder nachgeladen. Nein. Wo hast du denn die Patrone hergezaubert, Freund Nase? Aber du hast mich auch gleich noch hier aus dem Raum katapultiert. Ja, Piet, aber ich werfe eine Granate auf komisch. Dich. Komisch. Dann gib mir doch mal eine Granate. Ja, bitte sehr. Einmal okay. markiert. Einmal, ja. Ja. Du darfst meine Granate auch unterschieben. Ach, das hätte ich ja jetzt fast vergessen. Ja, ja. Ich dachte ja. Ja, sieht man das. Jetzt. Jetzt kann ich mich bewegen und schießen. Jetzt geht's ab. Tja, was mache ich denn jetzt Schönes? Gut aussehen. Stellt euch doch mal bitte in eine schöne Formation, ja? Das wird nicht passieren. Formation change. Ich brauche, glaube ich, einfach mal Muni. Das habe ich auch gesagt. Und was für Muni brauche ich? Eigentlich brauche ich solche Muni. Dann mache ich das einfach mal so, dass ich mir diese Muni schnappe und dann diese Muni schnappe. Eieiei. Ja, wobei, das ergibt keinen Sinn, da kriege ich ja, da würde ich jetzt noch einen blauen mehr kriegen, als ich haben darf. Genau. Dann schnappe ich mir eben erst diese Muni und dann diese Muni. Jetzt hat er so einen Zug gemacht, wo keiner mehr weiß, was er getan hat und wahrscheinlich wäre das nicht... Und hat, genau. Und hat jetzt oben eine Kettensäge gezogen. So funktioniert das doch. Guckst einfach nicht hin, schon hast du die Kettensäge im Kreuz. Solange ich keine Wallhacks verwende. Ja, sind wir uns noch nicht... Wir müssen auch bei Nicknack aufpassen, dass er nicht zu viele Karten hortet, wie da hier so ein Handromi-Blatt aufbaut und dann... Aber er ist noch... Aber du kannst das noch weg in der Wende machen. Ich? Ja. Ich will nicht wegrennen. Ich will. Verdammte Axt. Verdammte Axt, wo ist der? Ich bewege mich mal. 1, 2 und nehme etwas auf. Durch mein Adrenalin kann ich das auch machen. Hier rennt. Und dann werde ich mal Thor abfeuern. Oh je. Ja. Und mein Gott. Na, aber bringt dir das gerade so viel? Nö, nee, nicht so viel. Ich kann doch... Nee, du musst von der Line of Sight von dem ersten Ziel ausgehen. Kann ich nicht... Wir sehen uns halt nicht gegenseitig. Ah, ja, ihr habt ja recht. Stimmt, die müssen sich dann... dann... Gehst du da doch nicht hin? Doch, ich gehe da doch hin. Er hat ja noch ein paar andere Waffen auf der Hand. Ich gehe da doch hin und schieße einfach also, wieder mit meiner guten Plasma-Gun. Oh. Aber, tja... Doch, zwei auf dich. Und dann bezahle ich noch einen blauen und noch einen und meinen Marker. Oh je. Und dann kann ich mich noch zwei bewegen. So Majority hast du da nicht so ganz gewonnen, glaube ich. Ja, die Majority dazu. Und dann gehe ich mal hier hin. Ja, hier sieht er die zusätzliche Fähigkeit. Das war's, sprach Lars. Fast, denn ich lade noch meine Waffe auf. Du hast ja geschoben, du hast nur einen Cube weggepackt. Na, ich habe einen weggepackt. Von meinem blauen. Ja? Und dann habe ich zwei weggepackt. Blauen jetzt, und gelben. Jetzt hast du jedenfalls keine mehr. Jetzt habe ich keine mehr, ne. Tja, Piet, du bist irgendwie schon ganz schön am Abbluten da drüben. Ich bin am Abbluten? Nee, bluten, nicht looten. Ja, weil abgestochenes Schwein, du. Weil so ein gelber Typ irgendwie nuts geht, ich weiß auch nicht warum. Du musst mal hier irgendwie den Kompagnon neben dir mal irgendwie mal einen Schuss vom Buch geben. Ich einfach den Harziger nehmen und einfach in den Kopf schießen. Was ist los? Einfach nur, weil er es kann. Du hast es erfasst, ja. Einfach nur, weil ich es kann. Willst du den wirklich haben? Du musst aber einen roten und einen gelben bezahlen dafür, das hast du leider noch nicht.
Ja, ich weiß, aber ich überlege gerade, ob mir das überhaupt was bringt. Könnte aber kriegen. Du meinst, ich muss hier ein bisschen Schaden machen, dann wenigstens ein paar Punkte. Ja, ja. Aber der Schaden macht, das dann, ist dann schon. Naja, nee, das ist aber schon wichtig, so seinen Schaden auf allen möglichen Leuten zu verteilen, weil auch der zweite und dritte kriegt Punkte. Ja? Mhm. Nirgendwo zu sein gibt keine Punkte. Oder nur bei mir hier zu sein, ne? Ja, aber irgendeiner muss sich ja noch töten. Mhm. Der macht halt 4 Schaden. Wenn er 4 Schaden macht, dann. Ja, ja, dann wäre vorbei. Ihr seht schon hier. 1, 2, 3, 4. Eines mehr halt ein Spiel, ich sag's dir. Ach ja. Und würde ich gerne 3 Aktionen machen, darf ich? Nee, jetzt noch nicht. Wenn eine der Aktionen abwarten ist. Ja, genau. Die Aktion passen steht dir jederzeit zur Verfügung. Beliebig oft. Oh, jetzt könnte der eigentlich auch ziemlich cool sein, wenn man sich hier hinstellt. Eigentlich. Hätte Fahrradkette, Shooter sind ja schnelle Spieler, habe ich verstanden. Ja, das ist natürlich so, wie also, auch bei irgendwelchen. Ich gehe hier mal ein und darf. Achso, aber. So Beat'em-up-Variation als Brett- oder Kartenspiel, es wird natürlich hier länger nachgedacht, ne, als beim wirklichen Konsolen- oder PC-Spiel. Na, finde ich, ein bisschen. Ne. In der Zeit hätte man schon dreimal wieder abgeschossen werden können. Es ist halt auch keine Echtzeit. Ja, es ist nicht Echtzeit. Also. Ne. Aber wir können es natürlich 300-fach vor laufen die lassen. Hilfmusik runterpacken. Genau. Ist ein Shooter und geht ja um Dinge zu schießen. Ich bewege mich mal ein, weil ich das kann und schieße einfach mit meinem Granatwerfer. Was? Auf mich? Auf dich, weil ich dich noch sehe. Und mach dir einen Schaden. Und schießt dich in eine Richtung. Du könntest aber noch einen roten. Ach, hat er nicht. Er hat nicht noch einen roten. Schade. Nee. Aber. Aber. Du schießt nochmal. Beweg mich nach dem Feld. Oh, und schießt nochmal. Schieß nochmal. Mit der Schrotflinte, da hast du mich doch eben schon abgeknallt. Warum? Mit. Dich? Ach so, auf einem Feld. Auf einem Feld kriegst du noch 3 Schaden und dann darfst du dich automatisch bewegen. Finde ich eine tolle Idee. Dann könnte ich nachladen, mache ich diesmal nicht. Ich bin dann mal fertig. Weil du nicht kannst, ne? Ja, ich muss aber nicht. Musst du nicht, nee. So. Denk mal nach, ich muss was trinken. Nur an der Musik. Ich könnte mir natürlich auch einfach schnell die Kettensäge hier auf die Hand nehmen, wenn das keiner merkt. So, Link, dann bist du dran. Ja, kannst du jemanden töten? Bei mir hast du hier noch einen Marker liegen, ja? Nur so als Info. Er kann beide töten. Beide töten. Oh, das wiederum würde einen Extrapunkt geben als Double Kill. Ja, das muss eigentlich gehen. Die Frage ist, wie? Wer ist denn grün? Du bist grün. Ja. Ich brauche nur 3 Schaden, damit ich tot bin. Das heißt, dir möchte ich eigentlich 4 Schaden machen. Jetzt wird er, jetzt geht er auch noch ab. Ja, man kann die Leute nämlich noch mehr töten, als sie schon tot sind. Ja. Fangen wir erst mit dem einfachen Teil an. Ich habe hier eine Power Glove. Die ist besonders effektiv auf meinem Nachbarfeld. Deswegen komme ich hier mal rüber zu dir. Rübergesprungen. Du kriegst 1 Schaden und 2 Marker von mir. Achso, ich habe mir gerade selber Schaden gegeben. Ja, auch immer gut. Mhm. Oh. Ja. Das ging ja noch. Genau. Jetzt will ich mal wissen, wie wir mit einer Aktion jetzt beide töten. Naja, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Ich fürchte, es geht gerade nicht. Außer wenn er sich seine selbstgebastelte Karte, die er da sich zusammengebastelt hat, ja. Ich werfe meine Chainsaw in den Roboter. Aber du kannst doch jetzt Pete töten, oder? Ach ja, aber davon habe ich nicht ganz so viel, wie ich davon hätte, wenn ich noch einen einzigen Punkt mehr Schaden machen würde. Aber ich krieg den tatsächlich nicht. Wie entscheiden wir? Man kann nur 3 machen. Nee, ja, du könntest doch noch mehr bezahlen, glaube ich, aber. Genau, er will bei mir Schaden machen. Ist es so, wie es ist? Ich feuere noch meinen Machine Gun. Guck mal. Jeder kriegt einen Schaden ab. Und da ja hier einer noch markiert war. Und du hast nichts mehr zum extra bezahlen? Naja, ich könnte noch einen mehr bei dir machen. Aber davon habe ich nicht so viel. Und 2 kann ich nicht mehr machen. Ja. Mhm. Deswegen bleibt es so. Du hast. Ja. Aber es reicht für Pete. Ja, damit ist diese Echse leider erlegt und jetzt wird geguckt. Erstmal wird dieser Marker sozusagen
mit diesem Schädel ausgetauscht. Dieser sagt also, dass ich dann nicht mehr so viel Punkte wert bin. Nachdem es, also, aber Punkte kriegen wir gleich noch dafür. Kriegt er nochmal, genau. Ja. Also, das ist hier eine Mehrheitenwertung und es sind einmal 5 gegen mehr, 7. Das heißt, du kriegst 8 Punkte. Ich nehme mir mal hier 8 Punkte. Und Nick kriegt 7 Punkte. Genau, ihr seht hier Punkte. Nämlich, zweiter Platz, 6 Punkte plus 1. Ja. Und dieser Marker wird hier oben auch noch hingelegt, dann ist der Overkill, dafür kriegst du aber... Genau, das seht ihr hier, zack, zack. Und das ist jetzt hier auch wieder eine Mehrheitenwertung. Ganz am Ende, wenn der letzte Schädel hier runtergenommen wurde, das leitet dann das Spielende ein. Und wer dann hier am meisten ja wieder Wundenmarker hat, der kriegt dann auch wieder Punkte zugeteilt. Und so werden dann einfach alle Punkte im Verlauf des Spiels mit der Endwertung zusammengerechnet. Genau, also als klassischen Euro-Shooter. Ja, eigentlich. Auf jeden Fall. Es ist auch in dem Sinne kein Würfelglück vorhanden, weil die einzigen würfelähnlichen Elemente Munitionswürfel sind. Und bevor ich es vergesse, lade ich natürlich auch nochmal nach. Den für blau-rot. Wie war es nachladen? Und den für blau und gelb. Eieieiei. Und da hat er gerade seine Extra-Karte für benutzt. Ja. Eine meiner Extra-Karte. Du brauchst noch wie viel Schaden? 4. Ja. 4 Schaden. So, und ich bin natürlich im Moment nicht mehr auf dem Brett. Das genau. Reduziert die Anzahl möglicher Ziele. So, dann feuer ich mal mit meiner Plasma-Gun auf dich. Und dann lasse ich auch noch Thor auf dich los. Thor trifft und tötet. Ja, damit kriegst du dafür 9 Punkte, weil du die Mehrheit hast und First Blood. Pete kriegt 6 Punkte. In diesem zweiten Spiel ist. Ich gebe dir keine Punkte. Du kannst ja Punkte selber nehmen. Na gut, ja. Ich habe aber so kurze Arme als Echsen. Der T-Rex der Echsen. Und weil es kein Overkill war, gibt es dann nur ein Blutstropfen auf der Leiste hier. Gut, ist. Ja, aber es sind ganz schön viele gelbe, die du hier untersammeln musst. Ich habe leider nichts zum Nachladen. Ich habe alles rausgehauen. Ich habe meine komplette Ladung verschossen. Ne? Und ich bin auch vom Feld. Ja, da ist der Zauberstab einfach mal leer. Ja. So, da muss ich eine Karte ziehen, um zu gucken, wo ich erscheine. Da du keine Karte mehr auf der Hand hast, ist das jetzt auch dein Ziel der Wahl? Punkt. Komme ich mal bei Rot raus, wenn ich es richtig erkenne. Jo. Ja. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja, manchmal habe ich doch auch Glück. Jetzt so eine Sichel, ne? Und lauf hier ein und nimm den auf, sozusagen. Und lauf ein und nimm den auf. Hab dann also 2 rote und 2 gelbe. Und mit denen und krieg eine Karte. Schon mal sogar gut. Und dann kann ich hier schon mal diese Waffe endlich nachladen. Oh je. Die hätte ich auch gern gehabt. Aber ich habe jetzt 2 andere. Du führst. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, 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 also... Ist mehr stilistisch. Natürlich, ja, führt der mit den meisten Punkten. Dann gibt es noch einmal für mich wieder 2 mögliche Orte zum Starten. Und ich glaube, ich möchte mal bei Blau starten. Ach, jetzt... Nein, nein, nein. Hallo, guck mal hier, meine Faust ist schon, ne? In der Waffe gespawnt. Ja, genau, du bist genau in meine Faust. Ich gehe ja schon. Ah, okay. Ich gehe nach hier und sammle auf einen gelben und 2 blaue. Und weil ich jetzt hier auf dem Nachbarfeld... Gibt das überhaupt Sinn? Ich habe nicht aufgepasst. Das geht gar nicht, was ich machen wollte. Schade. Manchmal muss man auch Glück haben. Manchmal, genau. Manchmal hat man... Pech und manchmal haben die anderen Glück oder so. Dann mache ich halt was anderes. Was gibt es da noch? Blau und Gelb. Ja. Dann gehe ich mal nach hier und hole mir auch noch mal ein paar Würfel und eine Karte. Gut, jetzt sind also wieder alle hier voll aufmunitioniert. Und du darfst anfangen. Und ich habe 2 Waffen, die voll empty sind und
brauche jetzt irgendwie blau, gelb, blau, rot. Bewege ich mich mal einen Schritt, nehme auf hier. Zwei blaue und eine Karte. Und dann gehe ich nochmal und nehme auf ein rotes und ein gelbes und eine Karte. So, und dann lade ich nach. Blau und rot und blau und gelb. Hoppala. Schon mit Munition geworfen. Und dann bin ich wieder bereit für die nächste Runde. Guck ihn dir an, ne? Und ich sehe niemanden. Du siehst niemanden. Hättest du doch mal den Hitzsieger hier. Der. Niemand. Genau. Der Mittelraum. Ja, das kommt auch nicht aber so oft vor. Aber ich mach's einfach, ja. Einfach, ne? 1, 2, 3, dann singen wir. Piet sieht nur auf kurze Distanz. Lass mich raten. Ja. Richtig gerade. In welche Richtung schießt du mich denn? Ich glaube, ich schieße dich gleich erstmal zu dem roten Spawnpunkt. Hm, super. Aber du kriegst 3 Schaden, ich glaube nämlich nicht, dass du dann noch ankommst. Gut. Also. Nachladen tue ich sie nicht. Und auch hier hat er mich voll. Ich habe mir sozusagen erst das eine Auge weggeschossen, dann das andere. Gut, Piet, du hast definitiv die Mehrheit und First Blood. Das bedeutet, du bekommst für mich 9 Punkte. Ja, das ist ein lukrativer Ball. Ja, die könnt ihr ja mal weiterreichen. Für und für den Nicknack bleiben dann noch 6 Punkte übrig. Das sind 8. Das sind 2. Ja, genau. Und ja, weil du mich hier auch massakriert hast, kommen 2 und ich... Den Schädel behältst du? Den Schädel behalte ich, genau. Und du kriegst einen Marker von mir. Die auch sehr hübsch sind. Ja. Ja, die sind, also diese Marker, da möchte man gefühlt Schmuck für seine Frau basteln, ne? Oder Fahrradkappenventile draus bauen. Oder für den Weihnachtsbaum. Was ja, genau. Ja, also... Bin dann fertig? An kleine Kinder bitte nicht essen, ja, das ist kein Drops. Ja, ich glaube, dann kommst du erst der noch mal. Ja, der Drops wäre gelutscht. Ja. Vom Feld. Ja, ich bin natürlich hier auch. Was ich natürlich wieder sehr schade finde, aber was halt. Was ein halt Ziel weniger, ne? Und dann glaube ich. Bleibt mir nichts anderes übrig, als 1, 2, 3 hier hinzulaufen. Hi! Und den Power Glove einzusetzen. Gibt erstmal den Glove ins Gesicht. Einen Schaden? Da willst du nur ihr erstes Blut haben. Da war ja der Gentleman, der ihm mit dem Handschuh ins Gesicht gehauen hat. Das war die Einladung fürs Duell, ja. Ein bisschen und? Schmerzhafter als sonst. Einmal nachladen. Der hat Cubes ohne. Hey, ich weiß, ich habe das Gefühl, er schiebt sich immer, wenn er die Karte rübernimmt, so ein Cube auf sein Tableau. Ne? Wie war das? Wenn man nachlädt, dann legt man die Cubes auf das Tableau. Ja, ja, genau. Gut, dann ziehe ich jetzt. Hätte, dann ziehe ich jetzt nochmal eine Karte zum Spawnen. Hätte Fahrradkette. Ja. Was gibt's denn da noch so für schöne Sachen? Bei Rot ist eine Menge los. Bei Rot ist eine Menge los, ja. Aber... Kannst auch gleich benutzen, weil ich stehe gleich nebenan. Ja. Theoretisch praktisch, ja. Tick-Tack, die Katze. Taki-Taki-Taki. Du musst das Raster schon mitgeben, damit wir Spaß haben können. Ja. Also ich werf... Ich werf schon mal rot ab. Kannst du dich da schon mal hinstellen? Guck mal, da ist er. Und dann, genau. Dann schieße ich mit der Plasma Gun auf Nicknack. 2 für dich. Der nur keinen hat. Und shiftest du aus dem Weg oder? Stimmt, man hätte die, ja, die hätte man noch ein bisschen geiler einsetzen können. Na egal. So. Dann schieße ich jetzt aber mal auf dich, Piet. Ja. Als erstes, dann bekommst du 2, dann geht der Blitz wieder rüber zu Nick, ne, kriegt noch 1 und dann
trifft er mich wieder und macht mir selber zwei Schaden. Nein, das kostet gibt... aber einen blauen Cube. Oh nein, verdammt, ich wollte, aber ich gebe einen blauen Cube ab. Ich halt Gott sei Dank. Aus der Schummer. Aber Deadpool hat halt alles in der Tasche. Neben Tacos und Pfannkuchen habe ich noch und Einhörnern noch, hatte ich noch eine blaue Munition an der Hand. Leider habe ich nicht mehr genug zum Nachladen. Aber ich fühle mich gut. Das ist doch das Wichtigste. Ja. Pete, du brauchst noch nicht All-In gehen, aber du darfst... Ich bin dran, ja. Da war er wieder, der Chip-Leader. Ich bewege mich mal ein und nehme mal eine Waffe auf. Lass mich raten, was du jetzt spielst. Ich spiele einfach mal eine Sense. Ab heute wird zurückgemäht. Genau, ja. More money, more problems. Dann kriegst du erstmal alleine nur einen Schaden, aber immerhin einen. Und für einen blauen Cube kann ich die auch. Für einen blauen und einen roten, oder? Nee, für einen blauen. Achso, nee, ich dachte jetzt, du willst mir noch mehr Schaden machen. Ja, wollen. Wollen ist so eine Sache, auch, ja. Aber ich dachte, ich brauche die vielleicht nochmal einen. Und bin dann schon wieder fertig. Immer diese Bauern mit ihren Werkzeugen hier. Elektrosensen, was haben wir denn da? Traktorbeam. Kommen sie ran, können sie rausgucken. Ja, also hier sind eigentlich alle Waffen, die das Herz höher schlagen, dabei. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir schon festgestellt, man könnte noch mehr haben. Ja. Man kann nie genug haben. Vielleicht machen sie ja noch mehr Promokarten für Shooter oder ähnliches. Ja, da erinnern wir euch natürlich nochmal hier, ja? Schreibt in die Kommentare, welches PC-Spiel würdet ihr gerne als Brettspiel umgesetzt sehen und warum? Dann seid ihr dabei. Vielleicht auch schon mit Ideen, wie man es umsetzen könnte. Wir haben auch kurz überlegt, ob ihr uns Fotos zeigt, wie ihr mit eurer Kettensäge so umgeht, aber da könnte einiges schief gehen. Von daher. Einfach bei Jackass bleiben. Ja. Nick, ein Vogel. Achso, nein. Ich würde sagen, es ist ein Powerglove. Nein. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Powerglove. Und du kriegst einfach mal einen ab und zwei Marker. Und bevor du die Marker irgendwo hinlegst, ich habe eine Machine Gun. Kommen die gleich runter. Damit kriegt jeder einen Marker. Guck ihn dir an. Du. Power Gamer par excellence. Nur ein Marker, oder was? Ein Schaden. Das ist schon eine miese Kombo. Du erst mit deinem Handschuh und dann. Da geht er aber in Führung bei mir. Und dann lade ich mal nach beides. Mann, ey. Ich habe nicht mal mehr eine Granate, die ich auf ihn werfen könnte. Jetzt, wo du mich daran erinnerst. Nimm diese Granate. Aber noch zählt es nicht für die Mehrheiten. Nee, noch nicht, aber man arbeitet dran. Das stimmt. Und Alex ist schon die Hand unter tun. Nee. Ich nehme einfach mal den Traktorbeam. Ach, verdammt. Den wollte ich auch nehmen. Den habe ich jetzt genommen und dann schieße ich. Hier, drei Waffen, alle leer. Schieße ich mal auf dich, Pete. Machst einen Schaden. Ich mache einen Schaden und drücke dich. Du ziehst ihn erst an. Würde ich auch, aber er ist schon dran, ja. Vermutlich ranziehen, oder? Move a Target steht hier. Move a Target. Weg. Ich kann ihn natürlich auch wegschießen, glaube ich. Ja. Wir schießen ihn mal weg. Wir schießen dich mal hier hin. So. Bitte sehr. Den Schaden kriegst du noch. Und dann. Bin ich dran, meinst du? Ja, habe ich leider nicht zum Nachladen. Ja, ich bin da, fühle mich da gerade so ein bisschen. Bin da. Oh! Die Kette. Wie komme ich da jetzt schnell hin? Tim. Verdammt. Ihr seht schon, auch wir haben diese Promokarte. Ist das eine Promokarte? Ich habe ja ein großes Herz, aber mein Herz ist nicht so groß, dass ich sie euch verschenken würde, wenn ich sie nicht hätte. Ach, ja. Das
Jetzt so eine Kettensäge aufnehmen, ne? Ja, aber ich muss auch irgendwann mal wieder nachladen, ne? Gehört. Aber die Kettensäge muss man nicht nachladen. Ja, aber sie macht immerhin einen Schaden. Ja. Und sie kann bis zu 3 Schaden machen. Wenn du das so sagst, ich mach mal hier 1, 2 und nehme jetzt mal die Kettensäge auf und jetzt hat man das Problem. Ich habe 4 Waffen, muss halt eine davon wieder dorthin legen, die dann auch aufgeladen wird. Und es ist und bleibt in dem Fall der Granatwerfer. Und benutze dann auf dem schönen Feld einfach mal, was ihr nicht gedacht habt, meine Elektrosense mit Blau und Rot. Oh. Und ihr kriegt jeweils 2 Schaden. Das hat ordentlich reingehauen. Slitz. Ach ja, der Mann. Lad dann nichts nach. Irgendwie bin ich so am Ammo-Limit. Ja, ich bin auch immer hier. Nur die am Limit leben. Kommen nicht weiter? Ja, genau. Sind ohne Munition. Guck mal. Also lange leben. Leider, ich kann euch schon mal verraten, habe ich keine Granate hier auf der Hand. Sonst hätte ich dir euch schon gezeigt. Ich sehe schon zum Power Glove auf mich zu. Ja, das ist wirklich eine miese Kombo. Power Glove, schön irgendwelche Marker verteilen und dann nochmal in den Rücken schießen. Ja, so ist er. Nicknack ist er. Wie war das nochmal bei dem Newton? Da kann ich euch doch beliebig bis zu 2 Felder bewegen, ja, oder? Ja. Muss ich da irgendwie irgendwas beachten? Du musst nur einen bewegen. Also ich könnte euch einfach so wegschieben. Ja, genau, gucken wir nochmal, ist die Anleitung ja da. Newton, you may play this card. Choose any other player's figure, move it 1 or 2 squares in 1 direction. Na, hinweg, okay. Aber nicht uns beide auf einmal. Ja. Außer du hast die 2-mal die Karte. So. Aber er wird uns einfach einmal bewegen mit einem den Power Glove. Ja. Der ist so durchschaubar. Und es tut trotzdem weh. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich mal ein guter Plan. Das ist hier so, ja? Ich würde es gerne mal fragen. Ja. Jetzt also eigentlich was genau anderes. Nein. Ja, genau. Dann schubs ich doch mal diese Echse hier rüber. Oh. Mit mir kannst du es ja machen, ne? Mich schubst du wieder. Der Echsenschubser. Dann komme ich mal hin, um dir aufzuhelfen. Ich habe eher das Gefühl, du drückst noch nach. Dann helfen wir doch mal. Jungs, denkt dran, wir sind hier in einer Raumstation. Wenn die äußere Hülle bricht, ja, dann. Und. Dann bricht sie halt. Meine Machine Gun. Ah. Die trifft euch beide. Gib mir mal einen Schadensmarker. Er hat gar keine Schadensmarker mehr, die er verteilen kann, ne? Und hier setze ich noch meinen gelben Cube ein, damit du noch einen weiteren Schaden kriegst. Und da ist die Echse. Ein zweites Mal futsch. Ja, und das ist diesmal eindeutig 4-8. Da siehst du jetzt diesmal nicht so gut aus. Ich hab's versucht, aber ich bekomme immerhin noch 4 Punkte. Nick kriegt 7. Du kriegst 4. Mhm. Wann dann die beiden? Er hat auch schon wieder hier. Double. Mann. Mhm. Und dann kriegst du hier noch so einen lustigen Marker. Das stimmt. Und dann kriegst ihr euer Zeug hier wieder. Ja, das Gelb ist einfacher aufzusammeln. Ihr seht schon, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, um die ganzen tollen Marker hier wieder aufzusammeln. Diese Bluttropfen, die man hier an sich kleben hat, erstmal abzuwischen. Aber es sind sehr schöne. Auch sehr haptische Marker, also kann man durchaus auch in anderen Spielen verwenden. Man kann das auch für sein Touch-Display benutzen, ja, oder das können auch Ortsmarker sein, also man kann alles Mögliche damit anstellen. Ja, nachladen. Wie? Genau das kann man auch damit tun. Was auch immer gerade in Beats Kopf vorging. Auch das wäre sehr interessant, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt. Das könnte vielleicht noch eine extra Promo wert sein. Ja, nachladen würde ich gern, aber das liegt ja so rum und nicht andersrum. Deswegen, Alex, du darfst. Ich habe gar nichts, ja? Das ist euch das schon mal aufgefallen? Ist das bei allen gleich, ja? Und. Ja. Ich bin nicht mal auf dem Spielfeld. Du bist nicht mal auf dem Spielfeld. Gelb und rot. Rot und blau.
Gut, dann. Gehe ich mal einen Schritt, nehme das hier auf. Gelb und blaue Munition und eine tolle Karte. Und dann gehe ich mal noch einen Schritt und heb was auf. Gelb und rote Munition und auch noch mal so eine tolle Karte. Mein Gott. Und dann werde ich jetzt mal nachladen. Blau und rot für Thor und dann gebe ich mal hier noch eine blaue Karte ab, ne, für den blauen Würfel und einen gelben Cube und lade meine Plasma Gun auch wieder auf. Dann fehlt mir leider noch ein blauer Würfel, um meinem Traktorstrahl aufzuladen, aber hey, man kann nicht alles haben, ne? Sind schon genug was. Kannst halt nicht direkt da fahren. Nee, noch. Ich komme mal bei Rot ins Spiel. Das ist ja nicht, durchaus nicht schlecht. Das ist ja in Powerglove-Reichweite. Habe ich jetzt schon wieder Angst? Aber langsam ist Peter auch nichts mehr wert, sein elender Kadaver schon so oft ausgeschlachtet. So ist es halt, ne? Ja. Egal wie es ist, so ist es. Dagegen ist da drüben noch ein frisches Schmankel. Wir haben auch nur noch einen einzigen Shell hier liegen. Ja, deswegen kann man sich anstrengen, wie du willst. Die Mehrheit hast du damit dir auf jeden Fall gesichert. Also er wird auf jeden Fall nochmal 8 Punkte kriegen zusätzlich, ja? Ja, wahrscheinlich. Auch wir töten noch jemanden. Zweimal. Und dann. Also ihn und ihn. Double Kill. Das ist auch wirklich so ein Double Kill, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ja. Aber. Er lohnt sich halt. Ich glaube, das ist einfacher bei mehr Spielern. Ja, das stimmt auch schon, wenn man ein bisschen, wenn alle ein bisschen angeschossener sind, hier, ne? Schweizer Käse-mäßig durch die Gegend rennen. Ja. Bist du, hast du dich. Manchmal fühle ich mich so angeschossen. Naja, das sind die Kinder vom Bahnhof Zoo-Gespräche hier. Pete, ich nehme jetzt einfach mal, bist du dran, ja, diese Waffe auf und lege diese Waffe hin. Pete macht regen Waffentausch. Ja, kann manchmal schon von Vorteil sein. Und ich bewege mich mal ein und greife mir hier mal die Munition. Für die beiden gelben würde ich die Waffe gleich aufladen und der rote kommt einfach auf. So macht er das. Noch bin ich fertig. Puh. Können wir das gleich umdrehen? Ja. Wenn ich jetzt mal ein Maschinengewehr hätte. Habe ich aber nicht. Du hast gar nichts, ne? Du hast einen schlaffen Arm mit dem Maschinengewehr in der Hand. Klick, klick, genau, klick. Genau. Was wird? Ja, wenn man zu oft den Power Glove benutzt, damit unanständige Sachen macht, dann ist irgendwann mal der Akku runter. Aber ich sehe gerade was, was sich einfach anbietet. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ich darf mich ja 2 Felder bewegen und was aufnehmen. Ja. Deswegen bewege ich mich mal 2 Felder. Nein. Und den Flammenwerfer. Ja. Und wo ich diesen Flammenwerfer habe, benutze ich doch mal diesen Flammenwerfer. Oh. Und der Flammenwerfer trifft 2, die hintereinander stehen, mit jeweils einem Schaden. Mhm. Sehr schön. Ich bin doch feuerfest. Oh, 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 oh. Das wäre beinahe. Ja, er wollte mich ja nur in die Wertung zwingen. Das wäre beinahe. Und dann hat er da schon wieder den First Blood markiert. Und für den roten kriege ich den Flammenwerfer zurück. Das kann ich nicht gutheißen. Der Cyberblade. Pete hat immer noch die Kettensäge auf der Hand. Aber nur einen roten. Mhm. Mhm. 1, 2, 3, 4. So, Freund Nase. Liköre. Ich. Ja. Ich schieße auf Nicknack mit der Plasma Gun. Ich hab doch gar nichts geschafft. Mache 2 Schaden, ja. Und dann gehe ich hier 1, 2 hier hin. Dann schieße ich mit Thor. Ach nee, warte mal. Ich bewege mich nicht weg. Entschuldigung. Ich hatte einen anderen Plan.
Aber das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Ich kann ja erst auf dich schießen, wa? Auch wenn ich hier stehe. Ja? Genau. Du siehst beide. Ich schieße erstmal auf dich mit 2 Schaden. Und den einen dann bekommt noch der Pete, bitte sehr. Der springt sozusagen zurück. Und dann habe ich natürlich ein Zielfernrohr ausgegeben. Ja, ein extra Schaden für dich. Ja, dann hast du mich wohl. Unglaublich. Bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelbe gegen 3 grüne. Das heißt, du bekommst 7 Punkte mit First Blood. Du bekommst noch 4 Punkte. Wo sind die ganzen Einser hin hier? Und einer von den gelben kommt hier rüber. Das war Final Frenzy. Und dann teleportiere ich mich noch schnell weg. Einfach weil du es kannst. Einfach weil ich es kann, genau. Ja, und jetzt seht ihr schon, hier wurde der letzte Schädel gerade, dieser flammende Schädel. Und wir haben es auch schon eben gehört, jetzt kommen wir sozusagen in so eine, nochmal in eine kleine extreme Powerrunde. Ja, so Powerrunde ist jetzt gar nicht mehr. So Power ist sie gar nicht mehr. Doch, genau, da wo noch kein Schaden ist, der darf sich jetzt oder muss sich umdrehen, ist damit... Wo steht der denn? Ich bin tot. Ist tot, genau. Ist damit jetzt einfach weniger wert. Ihr seht hier schon nur 2 und 1er Sachen. Und wir drehen aber alle unsere Aktionsleiste um. Und hier kann man das jetzt auch schon mal sehen. Alle Spieler, die vor dem Startspieler sitzen, haben jetzt 2 Aktionen. Und alle, die nach dem Startspieler sitzen, das habe ich nämlich gut gemacht, haben nur noch 1 Aktion. Also wir haben jetzt alle einmal die unteren beiden Aktionen zur Verfügung und dürfen nochmal richtig auf die Kacke hauen. Findest du lustig, ja? Ein bisschen. Mit 1 Aktion darf ich also 2 Felder laufen. Nachladen und schießen. Ich laufe aber 2 Felder. Verdammt, ich hätte ich mich doch, also ja, in den gelben ich hätte mich in den gelben Raum teleportieren müssen. Ich habe beim Lachen leider die falschen Koordinaten und eingegeben. Und deswegen bin ich jetzt der lacht. Nein. Du willst doch nicht Nicknack noch Punkte geben, oder? Überleg mal. Nee, rein strategisch. Ich will dir einfach welche wegnehmen. Mir wegnehmen. Ich benutze einfach meinen Granatwerfer mit einem roten extra und mache dir einen Schaden auf das Feld, wo du stehst. Machst du nicht denn sogar? Ach so. Und mach dann nochmal einen normalen Schaden und schieß dich dann in den Raum, wo du hin wolltest, in den gelben. Super. Und lade ihn nicht nach. Ja. Gut, allerdings bekommt Nicknick trotzdem 6 Punkte, weil er die Mehrheit hat. Pete bekommt noch 5 Punkte. Mit First Blood zusammen. Das ist nicht so schlecht. Wenn die kommen jetzt nochmal hier hin, ne? Die kommen hier oben hin. Die kriegst du wieder. Ich hätte nur einen Schaden machen müssen. Eigentlich. Toll. Ich krieg noch so einen Marker von dir. Noch einen Marker? Ja, weil ich den einen extra gemacht habe. Ich darf ja nochmal. Einmal. Nee, sagt er. Nee, will nicht. Hab ich geärgert. Tja, was mache ich jetzt Schönes? Ich gucke erstmal, wo ich starte. Dann schauen wir, was du mit deiner einen Runde, mit deiner einen Aktion machst. Ich starte in Blau. Ich mich doch einfach nur in das gelbe Feld teleportieren. Du musst ihn noch umdrehen. Was darf ich? Ich darf dreimal laufen und was nehmen zum Beispiel. Oder? Ich frage mich, wieso man dreimal laufen sollte und was nehmen. Das ist mitunter in anderen Modi. Ja, wir können ja, so wie wir jetzt hier einfach Deathmatch-mäßig spielen, aber wir können auch noch diese Leiste hier oben durch ein Papptableau austauschen. Genau. Da können wir Basen, genau. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt noch was bringt, weil ja keiner mehr sterben wird. Kannst du die Mehrheit sicher? Aber kriege ich dadurch... Na, das wird ja nochmal ausgewertet. Also kriegst du sowieso... Du hast
du hast sowieso die Mehrheit, weil du... Ja, noch. Aber er kann ja auch noch. Aber er wird sie vielleicht die sichern. Wer weiß. Ich mache jedenfalls die... Ich bin nicht nochmal dran, oder? Nee. Ich bin ach, ja nicht nochmal dran. Ja, ja, deswegen. Ja, in dem du kannst Fall halt einfach was aufnehmen. Laufe ich mal nach da und schieße mir den Flammenwerfer. Ja, genau. Dran. Wusch. Kriegst du noch diese einen schöne rote Feuertulpe, die direkt in deinem Gesicht entbrannte. Ja, ist so kalt hier drin. Ja, die genau. Echsen mögen es warm. Ja, genau. Das wollte ihr sagen. Aber mehr kann ich dann auch nicht mehr. Und damit? Was das? The game is over. Ich sag ja, Nick hat uns diesmal fertig gemacht. Gut, das dann wird jetzt nochmal was ausgewertet, ne? Ausgewertet wird mein Brett auf jeden Fall. Und selbst wenn der nicht gelegen hätte, wäre das ganz cool, weil es gibt einen automatischen Tiebreaker. Der am weitesten vorne ist sozusagen oder der jetzt erst einen Schaden gemacht hat, gewinnt. Damit kriegt Nick nochmal 5 Punkte. Ah, aber ich krieg auch nochmal 2. Und ihr kriegt hier eure Blutstropfen wieder. Ja. Könnt ihr jemand anders beschmieren. Damit haben wir nur noch hier diese Wertung. Und da sehen wir es jetzt mal in Aktion, denn ich habe 4. Pete hat auch 4. Alex ist raus. Hallo. Alex hat 2. Aber 4 gegen 4, da ich weiter vorne bin, Tiebreaker, gewinne ich diese Wertung. Ich bekomme 8 Punkte. Pete bekommt 6 Punkte und ich bekomme aber auch nochmal 4 Punkte. Yeah. Nee, das waren meine so. Punkte. Aber ja, ich kann auch die 4 gegen deine 6 spielen. Und hier auch auf der Leiste seht ihr schon, wir haben jetzt quasi mit 5 Schädeln gespielt. Ja. Man kann auch das Spiel mit 6 oder 7 Schädeln spielen und dann geht das natürlich ein paar Runden länger. Ja, vor allem mit mehr Leuten sollte man wahrscheinlich mit mehr Schädeln genau, spielen. Genau. Aber lasst uns doch jetzt mal die Punkte auszählen. Denn noch ist nichts verloren, ne? Verloren so. Ist sowieso nur Hopfen und Malz. Ja, ist ja eine glatte Zahl. Eine glatte Zahl? Ja. Ich auch, aber ich traue mich, die gar nicht auszusprechen. Weil Nick immer noch zählt. Also entweder ist er sehr langsam im Kopf rechnen, was Karten zählen übrigens nicht. Also ich habe hier 10 plus 10 sind 20, plus 10 sind 30, plus 4 sind 34 Punkte. Da schließe ich mich nicht an, weil ich habe nur 30 Punkte. Oh, 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 schon mal nicht letzter. Und ich habe 39 Punkte. Ah, also natürlich, the winner is... Ja. Das fünfte Element. Das fünfte Element, genau. Die Hosenschlange. Man muss einfach nur ein paar von diesen Cubes im eigenen Körper verstecken. Das funktioniert. Die Strategie aus dem fünften Element. Also. Irgendwo kam mir deine Singstimme auch bekannt vor. Also ihr seht schon, das ist Adrenaline von Philipp Nedok, ja, von Czech Games. Und spielbar 3 bis 5 Spieler. Bin ich da richtig gerade? Genau. Ja, und je mehr, desto lustiger wird es. Genau. Man hat auch noch einen Bot, den man spielen könnte, sozusagen, der da noch mitrennt. Und das ist modular aufgebaut, das heißt, das Brett hat halt ist zweiseitig, das heißt, man kann. Ja, wir können euch das mal ganz kurz. Ich drehe mal einfach eins mal um, ne? Und ihr seht schon, hier kann man dann einen anderen Raum noch entstehen lassen. Auch ein bisschen größer, ein bisschen verzweigter. Ja, 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 ja. Und wie schon angesprochen, gibt es halt dann noch 2 unterschiedliche Modi vom Hause aus und das lädt vielleicht natürlich trotzdem ein, hier noch ein paar andere Varianten, Mods zu entwickeln. Ja, also Brettspiel-Modder. Ich warte noch mal dabei. Also auf die Quake-Arena-Sache mit den Jump-Pads. Ah, ja, ja, also da... ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, aber hat mir echt gefallen, super umgesetzt für einen Ego-Shooter. Für so einen Shooter, ja, und man muss auch sagen, diese Thematik, also da wagt man sich ja gefühlt nicht so oft dran. Also es gab ja mal dieses Frag und vielleicht noch ein, zwei, die man dann noch weniger kennt oder so. Ja, aber das geht natürlich schon auch mehr, glaube ich, in eine Heavy-Miniature-Variante. Ja. Aber ja, also eine schöne runde Sache, schnell gespielt, kann man auch ein bisschen kürzer, weniger kurz spielen, muss eigentlich nicht viel drüber nachdenken. Und kann man halt auch mal rausholen, wenn man keinen Strom für den Rechner hat. Auf jeden Fall. Dann in diesem Sinne, wir erinnern euch nochmal an die Kettensäge. Schreibt uns was Schönes in die Kommentare. Wir schalten jetzt ab. Und ihr hoffentlich das nächste Video an. Ja? Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.